Aber irgendwie fasziniert mich das Labyrinth gerade echt total. Ich liebe Labyrinthe. Von oben an. Ja, ich auch, so meist mit Lab. Wow, wow! Da sind Wölfe und so. Scheiße! Renn weg! Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu Folge 6. Ich wollte 7 sagen. Im Minecraft Battle, für uns ist das ja, oder für Dominik ist das ja Staffel 13, deswegen nenne ich es auch Battle Staffel 13. Und, das ist ein großer Schaff. Geil, bringt uns nichts. Wir brauchen Essen. Ja, fahren wir Essen und laufen draußen rum, vielleicht finden wir Gegner. Richtig. Gibt es Ingame Voice Chat? Nein. Schade. Weil seit wann? Die Schafe droppen leider gar kein Fleisch in dieser Version, das man die, glaube ich, erst ab 1.8. Da, sind, da gucken, sind ein paar Hirsche. Okay, die Hirsche. Ja, ich gehe nach links weg. Okay. Oh, hier ist eine Höhle. Hier unten könnten wir vielleicht noch was finden. Kautipper, okay. Ja, aber achso, das bist du. Das bin ich, ja. Ich dachte, das ist aber echt mal ganz viel. Alter, die Hirsche, die rennen voll schnell weg. Die Kühe? Nee, die sind schneller. Habe ich das Gefühl. Die rennen so schnell wie ich. So. Mhm. Du, ich bin schon mittlerweile echt ganz woanders. Ich versuche dir einigermaßen zu folgen. Ja, und alles hab gut. Ich dich aus den Augen verloren. Ich bin auf dem Hügel rechts von dir. Ah ja, ich will den Hirsch da vorne noch holen. Ja. Ich habe jetzt 16 rohes Fleisch. Dann lass das gleich mal braten, bevor es. Und die Bossen Schwein droppen. Ah ja, nice. Ja, die Bossen, okay. Die droppen wahrscheinlich Schweinefleisch. Aber es ist nur eine Vermutung, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, du hast recht, Doktor. Doctor Who? Who diddly do? Was auch keiner vermuten würde, wäre, wenn wir uns nahe eines dieser Gebäude. Lass doch einfach im Spawn die Base bauen. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Gegner. Bin ich das? Ah, nee, das war ein Hirsch da hinten. Der, das ich war aber aus halt wie so ein Nametag. Wo du jetzt bist, weil ich hab dich wieder über. Du bist doch hier runtergesprungen, ne? Ich bin jetzt wieder da auf diesem Hügel, wo du vorher warst. Ah, auf dem Hügel? Ja, warte, ich komm zurück. Und da hinten ist so ein Lagerdings. Dominik? Ja? Where the fuck are you? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit auch schon. Also, ich gehe jetzt wieder auf den Hügel, wo ich eben war. Sag mir mal deine Kurse. Ja, ich sehe deinen Namen, ich sehe deinen Namen, ich bin hinter dir. Ah, hi. Guck mal, sollen wir mal zu dem Naga-Dings gehen? Weil ich habe gelesen, dass Naga, wenn man das killt, es droppt Rüstung. Und diese Rüstung, die ist ein bisschen besser als Eisenrüstung. Ja, das aber das, ist, das Ding ist, glaube ich, einer der schwersten Gegner. Echt? Das Naga? Ja, also am einfachsten ist dieser Centurio. Wusste laut, ich gar nicht. Gut, laut hast du dich da mehr eingelesen. Ich habe im Internet ein, zwei Guides geguckt im Internet. Also der Centurio, der steht immer da, läuft dann an und dann kannst du ihn, während er steht, immer angreifen. Und dann musst du halt nur, wenn er gerade ausläuft. Das ist Naga, das ist das Riesenviech. Ja, das siehst ist so eine riesengroße Schlange. Voll geil, ey. Aber die kommt nie aus ihrem Dings da raus, kann das sein? Dass sie da nie rausgeht? Ja, oder wir nehmen einfach eine Bazooka und sprengen das Ding in die Luft. Also je weniger Leben das Ding hat, desto mehr Teile verliert das Ding halt, ne? Aber ich weiß halt nicht, wie viel Damage das Ding auf Silberrüstung macht, ne? Da hinten, bei dem Pilz, siehst du links die Pilzlandschaft? Da ist dieser Centurio. Ja. Okay, dann lass da mal hingehen. Ja, aber wir haben so viel mit, ne? Ich würde lieber alles außer meine Sachen jetzt wegpacken, so, ne? Aber dann, wenn die Gegner kommen, wenn die Spieler kommen, dann wäre natürlich auch kacke. Nicht wundern, was hinter dir ist, das habe ich da hingebaut. Die drei also Klötze übereinander. Ja, ja, das war die erste Schlucht, wo wir drin waren. Und dann waren wir doch unter diesem Nagerding und haben uns am Anfang wegen dem Namen gewundert. Ja, stimmt. Wir könnten ja just for fun mal in die andere Richtung laufen oder so. Weil wir waren. Lass doch mal, da hinten ist das der Spawn. Da hinten ist der Spawn, ja, das lila, ne? Also das ist bei mir so ein lilaner Warpoint. Ja, bei mir ist es auch lila. Ja, aber also meiner Meinung nach haben wir viel zu viel, wir haben viel zu viel Dingens mit, hier. Sachen. Viel zu viel Eisen mit, dass wir im Fight gehen können. Ja, dann lass uns doch einfach hier wieder irgendwo verstecken. Digga, wie viele Truhen sollen wir denn sonst noch machen? Ich würde lieber einmal zurücklaufen, die Base ist genau in die andere Richtung, einfach nach hinten. Beziehungsweise, Essen müssen wir jetzt auch nochmal machen. Das müssen wir brutzeln. Dann lass doch einmal zur Base brutzeln, die Hälfte wegpacken, sodass wir unterwegs vielleicht noch ein bisschen craften können. Und dann okay, so können wir theoretisch auch just for fun mal so ein Ding versuchen. Okay, machen wir. Also das wäre jetzt meine Taktik. Ja gut, das Beste wäre halt, aber ich will trotzdem immer ein bisschen Eisen mitnehmen, weil falls wir Creeper finden unterwegs... Ja klar, aber wir haben insgesamt über ein Stack Eisen, ganz ehrlich. Das will ich nicht verschenken an Gegner. Ist okay. Danke, Hasse. Oh. Okay, Entschuldigung. Vielleicht warten die Gegner auch schon bei unserer Base. Das wäre doch mal was. By the way, hast du eigentlich das mit deinem Sprachaktivierungsscheiß hingekriegt? Weil in meinen letzten Aufnahmen warst du immer voll abgehackt.
Das ging mir voll auf den Sack. Bin ich immer noch abgehackt? Nee, heute geht's. Deswegen frage ich, ob du irgendwas umgestellt hast. Also ich habe gar nichts geändert. Gar nichts. Dann red einfach laut und deutlich. Automatisch. Ja, ist dann versuche ich aber ganz laut und ganz deutlich zu sprechen, wie ein Nachrichtenmoderator. Ja, guck mal, das ist eine Workbench. Ist die von uns? Ja, kann sein. Wir sind ja hier langgelaufen an dem Lagerding. So, und hier ist unser Bäumchen. Das sein. Geh, dann bau dich mal da rein in unser Bäumchen. Ja, warte. Und wir sollen hier drin die Fackel wegmachen, hat einer in die Kommentare geschrieben, weil das die Fackeln, weil es dann wie ein ganz normales Bäumchen ausschaut. So, als ob hier jemand drin gewesen wäre. Diggi? Ja, Essen, ne? Schnuppi? Pack mal das Essen jetzt. Ja, stimmt, ich pack auch mal. Also ich habe wieder 17 Fleisch, 16 Melonen und 7 Brot. So, wo ist unsere Box? Ich glaube, die war hier, ne? Hier drin haben wir doch gar keine hingebaut, oder? Doch, hab ich eine hingebaut. Da, wir haben sie nicht zugemacht, Yippie! Echt jetzt? Ja, aber da war eh nur Holz drin, also alles gut. Aber ich glaube, wenn jemand da in die Base geht, findet der die dort auf jeden Fall. Gold, Glowstone, Gold Nugget, Eier, ich pack mal alles weg, was ich nicht brauche. Die Hälfte von meinem Eisen, 13 Eisen sollten ja wohl reichen, ne? Die Waffenbox 14. nehmen wir mit. Kohle nehmen wir mit. Sticks nehme ich mit, ein bisschen Holz nehme ich mit, Spider-Augen und diese komischen Beeren und Bone Meal packe ich alles weg. Digga, du machst alles voll! Ich habe jetzt. Sorry. Oh, meine Fresse, einmal mit Profis, Dominik. Ist okay. So, warte. Hast du das? Was? Hast du gerade gebaut? Ja. Ja. Okay. So, jetzt kannst du wieder Sachen hinpacken. Okay. Ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr. Ja, ein bisschen Lapis noch. Den Setzling da, die Feder, oh ja. Und die Melonen packe ich mal da rein. Hast du Cobblestone? Ja, in der Box. So, ich habe Kohle, ich habe Sticks, ich habe Cobblestone. Ich habe Essen, ich habe eine Waffe und ich habe alles, was ich brauche. Dann bau die Kiste, aber hast du Smoothstone oder hast du keinen Smoothstone? Da hab ich... Marcel! What the fuck? Ich hab nur die Kiste geöffnet! Ja, aber doch nicht mit der Waffe! Jetzt hast du schon ein paar Schuss verballert. Entschuldigung. Alter, weißt du, wie ich mich erschrocken habe? Ich dachte, jetzt sterben wir im Gegner. Wir sterben nicht so schnell. Oh, Marcel, ich dachte schon, das war's jetzt. Unsere Base ist aufgeflogen, unsere ganze Tarnung. Ey, mach die doch nicht mit der Waffe auf. Das war nicht mal absichtlich. Ich dachte, ich hätte Kabel in der Hand. Ich hab einen Schock. Kann ich das zumachen, die Kiste? Ja, mach du mal mit. Ne, obwohl, wir können da ja auch einfach Dreck. Oh, ich hab schon wieder die Waffe in der Hand. Nee, ich will die hier mit. Alter, hast du es gerade gehört? Da hat sich doch gerade was bewegt. Ja, ich. Oh, lass einfach weg hier. Bitte. Ich geh mal nach oben und guck mal, ob ich was finde. Und du, tu mir mal den Gefallen und bau mal unten zu und nimm dir das Fleisch aus den Kisten. Damit sollten wir eigentlich erstmal verseucht sein. Kisten, ja, Öfen, ist ja völlig egal gerade. Es dauert noch ein bisschen, bis alles gebrannt ist. Ja, eventuell musst du noch Kohle nachfüllen. Oh Marcel, meine Nerven. Ja, sorry, das war echt nicht absichtlich, Diggi. Ach, du kletterst gerade auf den Baum rauf? Ja, ja, ich guck mal von oben nach unten. Okay. Wenn du sagst, du hast was gehört, dann müssen sie ja im unmittelbaren Umfeld sein hier. Ja, wahrscheinlich direkt neben dem Baum, aber wenn wir jetzt noch leben, dann denke ich eher, dass das Einbildung war. Habt ihr die Chunks jetzt eigentlich, die Sichtweite eigentlich umgestellt jetzt? Der meinte, das sind 16 Chunks Spielersichtweite, nur glaube ich dem das nicht so, weil 16 Chunks sind ein bisschen arg viel. Also ich glaube, für den sind Chunks etwas anderes als für uns. Du meinst für die Alteingesessenen? Ja. Ich glaube, für den sind Chunks Blöcke oder das. 16 Blöcke weit, jawohl, da kann ich ja eigentlich vom Baum hier runterspringen, ne? Und dann so ein, wie heißt das nochmal, wenn man das mit Wasser, mit so einem Eimer Wasser? MLG. Ein MLG-Drop. Machen. Ja, hast du einen Wassereimer? Der ist unheimlich wichtig, falls wir brennen sollten. Nee, aber du kannst mal zwei machen. Du bist ja unten an der Quelle vom Eisen, dann mach doch zwei. Hey, ich bin schon oben am Baum. Ich will jetzt auch mal ein bisschen die Aussicht genießen. Die wurden da wunderschöne Aussicht. So, vielen Dank übrigens für eure Vorschläge bezüglich der Real-Life-Videos. Also, was ja, ganz ehrlich, mir sagt niemand Feedback. Ja, ist schlimm, ne? Also was ich auf keinen Fall machen möchte, sind Vlogs, weil Vlogs, ja Marcel, du weißt es bestimmt, unser Alltag als normaler Mensch und ich Vollzeit-YouTuber ist sehr redundant, also es ist eigentlich immer das Gleiche jeden Tag, da lohnt es sich nicht wirklich Vlogs zu machen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Oder wie siehst du das, Marcel? Ja, ich stelle mal ganz kurz die Sichtweite um, das sage ich dazu. Okay. Machen wir mal auf X30. Oh ja, es rendert nicht mal mehr. Gut, dann gehen wir halt auf 18 hoch. Okay, also der Server, der überträgt irgendwie echt ziemlich langsam, kann das sein? Ja gut, ich dachte, ich kann jetzt vielleicht... Chance bei mir laden. Bei dir auch? Okay.
Ja, also wenn du die Sichtweite höher stellst, dann wird halt alles angefangen neu zu laden. Das ist richtig nervig. Ja, das dauert Jahre gerade. Ah, vielleicht sehen wir die Gegner dann mal früher. Was? Wir schummeln nicht. Okay, wir machen das natürlich nicht mit Absicht. Nee, aber wie siehst du das? So Vlogs Alltag ja, ist schon ziemlich redundant, finde ich. Also ist ja, langweilig. Ich habe ja auch hier Alex gevideot. Vlogs gucke ich ja auch gerne. Und ich habe auch schon zu ihm gesagt, Digi, du musst mal was Spannenderes machen, als immer nur morgens aufstehen. Ja, morgen heute gehe ich zur Arbeit, dann komme ich nachher zurück und das war's so. Ja, genau. Habe ich ihm halt auch schon gesagt. Und wenn du halt aber arbeiten musst, dann bist du den ganzen Tag unterwegs und dann abends noch weggehen und dann filmen und dann hochladen und dann am nächsten Tag... Das fickt dein Leben. Das ist halt echt too much, ne? Also so vielleicht mal zweimal die Woche irgendwie so ein vernünftiges Video hochzuladen, wo man vielleicht mal mit Freunden weggeht oder was weiß ich, ins Schwimmbad, Fußball spielen oder was weiß ich, wo witzige Sachen passieren können. Ja, du hast keine Freunde, das wissen wir alle. Ich weiß. Und deswegen gehst du halt auch nicht so oft raus, ne? Wir können uns Lava-Eimer machen, da hinten ist Lava. Ja, ich hab's gesehen. So, gehen wir mal runter und holen uns das restliche Essen, dann mache ich dir mal zwei Eimer und mir einen. Warst du das? Ja, ich bin runtergefallen. Okay. Nur weißt du, was meine Überlegung war? Du kennst doch Tanzverbot, oder? Ja, er folgt mir auf Instagram. Echt? Okay. Also, keine weißt, Ahnung, was ich warum. Ich möchte meinen Einkauf als Format bringen, weil ich gehe immer so oft einkaufen und dann dachte ich mir, ist das eigentlich eine gute Idee. So, ich gebe dir mal die Hälfte von dem da und die Hälfte von dem hier. Digga, ich habe 27 und 13 jetzt. Ich habe 40 Fleisch insgesamt. Ist doch geil. Ja gut, dann sag ich nur mal... Eimer. Du machst die Eimer? Okay. Und ich spiele mit dem Schwert hier. Oh, guck mich nicht so creepy an, Alter. Kannst du eigentlich mal deinen Mund zumachen? Ich weiß noch nicht, wie ich... gut, dann packe ich die Schaufel weg, die Waffe dahin und dann Blöcke. Ich bin so ein Mensch, ich habe immer Blöcke im Inventar, damit ich schnell was bauen kann. Ja, das ist wichtig zum schnell einbauen oder so, wenn Gegner kommen. Ja, und dann zwei Eimer halt, ne? Und Fackeln und Essen. Ja, und dann ist das Inventar auch schon wieder voll, ne? Ja, dann noch Spitzhacke, dann noch Axt oder so. So, warte ganz kurz. So, Cobblestone wieder hinpacken. So, dann lass mal... Fuck, ich habe mir nicht gemerkt, in welche Richtung die Lava war. Ja, ich... Das war in das Grüne hier, nach rechts. Nach rechts war das. Zu den hellgrünen Bäumen. Mein Name ist Marcel Davis. Willkommen bei 1 und 1. Ach, Digga, ganz ehrlich. Ich nehme jetzt die Crafting-Box hier mit. Die fuckt mich die ganze Zeit ab. Kommt da hinten nicht schon die World Border? Haben wir sicher, dass wir in die richtige Richtung laufen? War relativ weit links. Dürfen wir eigentlich in den Nether? In den Regeln steht nichts, meiner Meinung nach. Also, meines Wissens nach. Wir könnten eigentlich in den Nether... Sonst lass uns nach der Folge mal kurz 2 Minuten die Regeln durchlesen. Oh, hier kommt gleich der Border und vor der Border war das jetzt. Wir könnten uns ein Portal gießen, ne? Wenn wir hier so eine schöne Lavaquelle haben. Das war doch die andere Richtung. Alter, was ist denn das da hinten? Was ist das? Was ist das? Labyrinth. Das sieht interessant aus. Lass das mal kaputt machen und anfackeln. Ich glaube, das ist wieder sowas, was wir nicht kaputt machen können. Oh oh. Doch. Das sieht schon creepy aus, Mann. Da sind so Viecher drin. Das sind ganz normale Hirsche. Nein, nein, in dem Labyrinth sind so andere Viecher drin. Oh, oh, die machen schon, wenn du da reingehst, komische Geräusche. Hier unter uns ist eine Höhle, lass doch mal kurz nach unten gehen und gucken, ob wir da was... Au! Au, scheiße, das sind Giftspinnen, oder? Aber irgendwie fasziniert mich das Labyrinth gerade echt total. Ich liebe Labyrinthe. Ja, ich auch, so meist mit Wow, wow, da sind Wölfe und so. Scheiße, renn weg. Oh, fuck. Dominik, wohin? In welche Richtung? Keine Ahnung. Ich laufe jetzt nach rechts weg. Nach oben. Ich laufe nach rechts weg. Ich baue mich einfach hoch. So. Die sind doch schon lange weg, die Hunde. Aber du hast recht. Ja, da drin ist ein Spawner. Jetzt ist die Frage. Habe ich Knochen? Jetzt habe ich die Knochen natürlich alle weggepackt, ne? Oh. Ja. Also Hunde sind nämlich teilweise echt geil. Schon wieder Folgen. Oh, tatsächlich. Okay, Leute, bis zur nächsten Folge. Tschüss.